So, hallo und willkommen zurück zu... ja, genau, Let's Play Valkyra Chronicles. Lange Zeit war es her. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Headquarters zuerst mal. Dann, nach dem Upgrades, wie wir standardmäßig alles immer hier machen, ist es, glaube ich, das Beste, dass wir uns an die nächste Episode machen. Genau, die Castlefront. Mal gucken, was da geschrieben steht. Ja. Okay. Nein, das will ich nicht. Genau, hier. Genau. Falls wer das lesen möchte, dann einfach pausieren. Das sollte auch zu klappen sein. Okay. Genau. Dann geben wir ihr das Geld. Genau. So, jetzt haben wir nur noch 15.000. Jetzt haben wir immerhin noch 15.500. Gucken wir mal bei War Cemetery, was der Typ uns vielleicht beibringen möchte. I hope we'll meet again. Okay, er will uns nichts mehr beibringen. Anscheinend haben wir ihn das mit dem einen Mal so... ist er nochmal... so kaputt gemacht. So, genau. Trainieren. So, der Lancer. Hoch. Gut. Okay, jeder hat jetzt wieder was Neues. So, das heißt, jetzt wieder den Scout. Ja. Genau. Aber wir könnten jetzt noch zwei teure machen. Weil wir können auf jeden Fall nur noch zwei machen. Dann nehmen wir den Sniper. Hey. You've earned clearance for a new order. You learned aim boost. This order raised... Achso, okay, gut. Wir haben jetzt gelernt, dass wir sozusagen die Genauigkeit einer Person sozusagen erhöhen können. Das wird bestimmt für gewisse Sachen sehr wichtig sein. Jetzt weiß ich nicht. Ich denke, ich werde den Engineer oder den Shock Trooper... Oh man, ich denke den Shock Trooper eher, weil der Engineer zieht doch noch meistens immer in den Hintergrund. Und der Shock Trooper ist ja eh noch einer, der weiter nach vorne geht. Hey, was jetzt? Attack Boost, okay. Die Attacke wird gesteigert, weil unser Shock Trooper, unser Sturmtrooper ist natürlich der, der für die den Schaden sorgt und sowas. Alles ist natürlich klar, dass wenn wir ihn boosten, die Möglichkeit besteht, dass wir all das bekommen. So, warte mal. Ich möchte aber zuerst mal meinen Tank noch ein bisschen aus. Develop Weapons und den Edelweiß. Obwohl, zuerst mal die Uniform gucken. Okay, haben wir. Genau. Gut. Hier. Oh. Wenn ich das schon sehe, ey. Ist mir schlecht. Sniper Rifles ist nicht. So, wie teuer wäre das? 2,4? Okay, das wäre dann 4,5. Okay, das ist billig. Gut, dann rüsten wir hier komplett alles aus. Außer jetzt ist noch was dazugekommen. Nein, zum Glück nicht. Können wir das hier schnell noch aufboosten. Damit wir da auch mehr Schaden machen können. So, hier haben wir zwei Pfade nur zum Glück. Und hier haben wir auch wieder drei Pfade. Ach, ey. So, das heißt, wir haben jetzt 8750, den wir ausgeben können, nur für unseren Panzer. Genau. Das ist dann natürlich schön. So. Mortar Upgrades. Increase Payload. Da genau. Armor wird sehr wichtig sein. Leaf Spring. Radiator Upgrade. Coil Spring. Ah, okay. Die Thread. Ein extra Magazin. Ja, nehmen wir das schon mal. Das extra Magazin, ja. Ist aber ein großer Block. So. Das wird definitiv wichtig sein. So. Auf jeden Fall. Die Dinger. Oh, cool. 3300. Mortar Upgrade können wir schon mal nicht mehr machen. Gut, aber... Genau, Additional Armor, das wird auch auf jeden Fall wichtig sein. So, hier haben wir das Drive-System.
Genau. 2 mal 1, einmal 2. So, wir wollen definitiv gucken. Warte mal. Das ist 5 Def mehr für 1500 und das Ding ist größer. Ich glaube, dann nehme ich nur zuerst mal das normale. Genau, hier hin. Dann definitiv den Radiator Upgrade, weil das Ding müssen wir definitiv immer schützen. Weil das ist ja der Schwachpunkt. So, das ist jetzt so ein Teil. So, dann haben wir das unten mindestens. So, das Drive-System ist uns dann egal. Vorerst, wir haben das extra Magazin. Okay, das Upgrade für die Body-Dev können wir auch nicht machen. Gut, dann bleibe ich zuerst mal dabei, weil die Dinger, die sind eh diese ganzen, wie heißt das nochmal, Sachen, die man einsetzen muss. Aber ich denke, wir werden dann nicht die Mortar kennen, auf jeden Fall den Body-Dev erhöhen, weil die Body-Dev ist, glaube ich, allgemein alles, wenn ich mich nicht irre. So. Da Aim haben wir E, mit dem Mortar haben wir C und mit dem Machine Gun haben wir immer ein D. Da Body Def ist 480, Thread Def ist 160. Das scheint doch schon mal gar nicht so schlecht zu sein. Ja. Wir haben noch ein bisschen übrig an Geld. Das ist ja nicht so schlimm. So, ab in Buchmodus und dann starten wir jetzt die neue Episode. Hä? Eine neue Episode? Ach so, ich denke, weil wir hier drauf gekommen sind. So, eine Wüstenschlacht sozusagen und zu den Badlands. Ich denke, Badlands ist einfach der Name von dem Land. Das kann man nicht anders machen. Man kann auch nicht New York, New York machen oder sowas alles. So, jetzt bin ich mal interessiert. Auf jeden Fall wird der Panzer hier seine Probleme haben. Okay, gut, immerhin ist das nicht unser Panzer. Ich wollte schon sagen, der Edelweiß sieht doch eigentlich ganz anders aus. Ah, oh, shit. Nur ein Weg führt durch. Oh, Wassermelone, lecker. Know what? This is one strange place. Rocks with holes in them. Dug up ground as far as the eye can see. Not always. They say this used to be a huge ancient city. Now there's nothing but desert left. We all know what happened. The Darkson calamity happened. They say the Dark Hairs used some kind of dark arts to burn the city, left nothing but ash. Can't see what kind of magic it used to burn up this much land, though. It's just crazy. I don't know. Isara said that was a myth with no real historical evidence. Look, their kind has been digging up Ragnite since forever. So who's to say they don't know some weird, Darkson-y type way to use the stuff as a weapon? I'm just saying. Anyway, as I was saying, we are in the middle of the Badlands. And what exactly are we doing here? We've received some intelligence. They're saying the Imperials have set up a base near the Barius ruins. Squad 7 was sent out here to investigate. We need to verify the information. Empyreans here? Some sandbox to come playing. I don't get those Empyreans. Who knows what they're thinking? She's right. Something is definitely up here. I mean, I just can't figure it out, you know? Why would they occupy this place? Enemy sighted! Tanks at 040. Distance 800. Hold on. Yes. There are foot soldiers as well. And they're taking up combat positions. Well, it looks like we found our bad guys. Squad 7, combat formation. Ich frage mich meistens, wo sich die Reporterin da immer versteckt. So. Oh, eine Zusatzepisode. Jäger und Gregor. Also Jäger oder wie man das auch immer im Englischen ausspricht. Aber ich denke, das heißt Jäger und Gregor. Ich glaube, das ist wieder bei den Bösewichten irgendwas. Ich glaube, das ist sozusagen die Nebenepisode, weil sie uns das erste Mal getroffen haben. Hm. Ah, da haben wir ihn noch. General Gregor? I didn't think you could look any gloomier. Ah. Oh, it's you. Leave me be.
No need to be unfriendly, is there? Is there something on your mind, Gregor? His Grace Maximilian. Barius holds no strategic worth. Why lead a force there himself? He took Selvaria with him, so it probably has something to do with the Valkyrer. His Grace places too much stock in the power of the Valkyrer. Maybe. But I can understand the fascination easily enough. The power of the Valkyrer is enough to claim all of Europa. Maybe the entire globe. Das heißt eigentlich Europe, aber Europa heißt wohl dieser fiktive, weil da ist ein A und statt ein E. Wow. Even without it, the Empire's military strength is quite capable of taking control of Europa. The stronger you are, the shorter that road. I say let him be. My homeland's independence is riding on Maximilian's word. I need him to return to the court with enough clout to honor that deal. Relax. We'll hear all about their desert adventures soon enough. So, wir haben jetzt etwas erfahren, weil das Spiel heißt ja Valkyra Chronicles. Und ich habe mir das Coverart von der PS3-Version angeguckt. Und da sieht man diese Person, die wir schon davor gesehen haben mit den Bösewichten, die diese roten Augen hatte. Die scheint wohl eine Valkyra zu sein. Und die Valkyra muss wohl hier mit diesen versteckten, also sozusagen der verlorenen Stadt oder den antiken Städten hier so in der Richtung sein. Und ich denke, das wird dann wohl damit zusammenhängen, dass sie sozusagen eine verborgene Kraft hat, die sie finden möchte, muss oder so, ich weiß es nicht. Und der Prinz, wie immer so die Bösewichte und allgemein in der Richtung sind, sind sie mit irgendeiner Kraft immer so fasziniert. Ich muss aber sagen, da ich ja nebenher schon wie oft erwähnt Skies of Acadia gucke, ist sehr viel miteinander zu tun, aber ich glaube, das sage ich erstmal in der Schlacht, wenn wir hier die Operation beginnen. So, genau. Die Enemy sind sehr weit. So, wir haben hier zwei Dinge. Einmal unsere Basis, einmal die Vordertruppe. Along the way, the standing remains of the ruins, which should cover the enemy fire. Okay, wir müssen die gegnerische Basis annehmen. Es ist aber sehr viel. When you're ready to advance, the peak mean might fall behind. In such case, we move to the nearest camp after clearing the... Okay. So. Genau, Welcome dies, the enemy camp is captured. So. Das Wichtigste, so wie sie gesagt hat, ist, dass wir... Also, Alicia hier nach vorne tun. Und gehen wir mal Rosie zur Hand, auch wenn die sich nicht so mögen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Aika. Die wird hier nach hier vorne. Mit Weiß. Ja. So. Dann haben wir auf jeden Fall Lago hier vorne, weil er kann sich ja nicht so weit bewegen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Engineer. Welchen nehmen wir denn? Komm, wir nehmen Dallas. Und auf jeden Fall zwei Sniper. Weil wenn wir sehr viel Fußvolk haben, haben wir den Vorteil, dass wir mit den Snipern einiges wegmachen können. So war der Tipp hier gegeben. Die werden zwar zurückfallen, ist aber kein Problem. Die werden einfach sich an einer erhöhten Position oder irgendwo festsetzen und dann alles infanteriemäßig auslöschen, hoffe ich mal. In der Richtung und dann wird das sein. So, Deploy, yes. Alright. Gut. Das Einzige, was ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde, sind jetzt die beiden Truppen, die ich rechts ausgesendet habe, aber naja. Genau. Squad 7, move, move out. Out. Ah. So. Ah, guck mal an, da sehen wir doch schon welche. Trench Oil? This place is really something else. Folio is saying those holes are the reason. There are furrows dug into the ground too. Okay. Are you? Yeah, but those trenches and rock walls should make for solid cover. Genau. On an open field like this, we'll... So, da war jetzt einfach nur der Tipp gegeben, dass wir uns auch darauf wow beziehen sollten. Was sind das für ein Panzer? Ein Light Tank. Light Tank. Gut, wir haben hier einiges, besonders hier an Sniper. Gut, wir sollten definitiv in Deckung bewegen. Oh. Verdammt, ich hätte doch lieber... ich hätte doch lieber die Sniper hier wegziehen sollen. Na. Wow, gut, das war schon mal gut. Kannst du denn auch hier runter? Ja.
Okay, wir hätten da oben doch lieber die Sniper hin tun sollen. Konnte ich ja aber nicht riechen, ne? So. Das heißt, die hier muss definitiv auch mit weg. Weil das bringt uns gar nichts, wenn die da rumstehen bleibt. Crouch. Don't go out alone. Back each other up. Von mir aus. Ist ja egal, Hauptsache die trifft vielleicht zweimal oder so. Immerhin ist sie hier in Deckung. So. Also jetzt kommen die Snipers ein bisschen nach vorne. Denn die Sniper werden definitiv einiges an Schaden mehr hier richten. So, Accuracy Boost. Also wir zielen schon mal besser. So, den Panzer, Anti-Panzer-Einheit wegmachen. Wieso? Weil wir dann mit unserem Panzer nachrücken können. Bitte triff. Yes. Ah, guck mal, da hinten sehen wir noch einen. Gut. Wir sehen aber, dass hier vorne noch welche sind. Und hier hinten der eine in dem Graben ist. Hier haben wir noch einen. So, warte mal, wo sind denn die Typen, die hier, genau, da. Der Shock Trooper, der Scout hier an der Seite. Ob wir den da irgendwie erwischen können? Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal mit dem Marina mal ein bisschen nach vorne zu rücken. Nee, das scheint da in der Richtung nicht so möglich zu sein. Na gut, immerhin guckt der ein bisschen raus. Ja, egal. Versuchen wir den einfach nur zu erwischen. Wow! Hut ab! Und jetzt wollen wir ein bisschen mit dem Panzer vorfahren. So. Edelweiß, go! Du kannst definitiv hier einiges mehr erledigen. Oh. Mortar Gun. Da. Auf den Lancer. Whee! Kapoom! Also da ist schon mal ein bisschen an Verteidigung zerstört. Oh, naja, gut. Immerhin, wir sind hier nach vorne gerichtet. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wir können jetzt gucken, ob... Ne, mit Weiß würde ich nicht vorrücken. Mit Lago auch nicht. Aber dass hier langsam hinten alle ein bisschen in dem Cover bleiben, könnte man ja machen. Shock Trooper, können wir dich killen? Perfekt. Perfekt. So, und dann kann nämlich Aika nämlich auch noch raus. Was ist denn mit deinem Lambda Burst? Das ist jetzt so mehr in Inside-Joke, weil in Skies of Arcadia kann Aika zaubern und hat normalerweise einen Bogen. Bogen sage ich schon. Boomerang, so, mein Gott. Und dann sagt sie immer Lambda Burst. So. So, haben wir hier alle nachrüsten. Ich würde ja fast schon sagen, ich würde mich hinter dem Tank verstecken, aber ich glaube, dazu habe ich... Ja. Hey, einmal hätte ich den fast getroffen. Ist ja aber auch egal. So, und ich denke, mit den letzten beiden schießen wir noch einmal mit unserem Panzer. Und ziehen uns mal ein bisschen... Könnten uns danach auch noch ein bisschen zurückziehen. Mal, wo haben wir denn hier was? Könnten... Ja, der muss definitiv da, warte mal. 19 Schuss. Wie viel Schuss brauchst du? Keine Ahnung, wie viel Schuss. Keine Ahnung, wie viel Schuss. Okay. Du brauchst wie viel Schuss davon? 2 zum Töten. Und davon? Weiß ich nicht. Komm, ich schieß den da an. Der wurde ja eh schon mal getroffen. Gut. Und jetzt fahren wir zurück. Damit wir uns ein bisschen Deckung... Und die Front-Armor ist eigentlich stark genug, um mindestens einige Schuss da auszuhalten. Außer die haben jetzt irgendetwas da versteckt. Aber wir wissen, dass da rechts noch ein paar Sniper sind. Die werden wir definitiv mit unseren Snipern ausschalten. Oder sollten wir... Oh, sollten wir zumindest mit unseren ausschalten. Man sieht, da oben ist der Sniper, der sich gerade bewegt. Nicht gerade so das Beste. So, immer der das macht. Der bewegt sich auf jeden Fall auf dem Dach. Wow. Glück gehabt. Es sei nicht so, dass du die ganze Zeit mit dem einen Sniper schießt. Okay, aber der ist nicht in Deckung. Das heißt, unsere Sniper könnten vielleicht den großen Vorteil haben.
Den zu erwischen? Nein. Die sind alle hinterm Berg. Das heißt, wir müssen die irgendwie so ein bisschen nach vorne. Wow. Gut, außer der Typ. Der scheint jetzt sich nicht hinterm Berg verstecken zu wollen. Ja. Oh. Das hat mir jetzt so weh getan. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das handeln soll. Wow, okay. Die Lancers sind doch ein bisschen härter, als ich gedacht habe. Duck dich. Oh. Kannst du zurückschießen? Ne, komischerweise verstecken die sich immer. Also ich kann die nicht erwischen von da. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass mein Panzer so schnell wie möglich repariert werden sollte. Das ist mein Engineer. Hat der sich da drin versteckt? Da. Der lässt. So. So, Engineer's Tool. Los! Gut. Die kann ja nicht mehr... Na genau, die kann nicht mehr angreifen. So, jetzt ist die Frage. Wie schaffen wir das jetzt am besten? Mit... den Typen. Guck mal. Wo ist denn der Lancer? Da, der ist crouching. Ach so. Der eine hat sich ja hier geheilt, weil er so nah da dran war. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen irgendwo hier rechts auch rüber. So, Alicia. So, den einen Typen sehen wir da hinten stehen. Das ist schon mal etwas Gutes. Da können wir auch nicht durch. Enemy sighted. An error in judgment could cost you everything. Enemy unit spotted. Hä? Okay. Bitte. Yes. Yes, damit haben die schon mal einen weniger. Bitte lass dich noch ein bisschen bewegen. Bitte lass dich noch ein bisschen nach links bewegen. Cover. Gut. Ja. Den einen scheint man da zu sehen. Das heißt, wir nehmen unseren Sniper, der diesen Booster hat. Ich glaube, du bist das. Welche Wahrscheinlichkeit habe ich, den da zu treffen? Das würde mich interessieren. Bitte. Bitte. Ich bete für Gott, dass du triffst. Nein. Aber gut, immerhin haben wir ihn getroffen. Das heißt, wir müssen noch einmal schießen, dann ist der Sniper mindestens weg. Ja, dann benutze ich dich lieber nochmal. Du hast dich ja schon mal bewiesen, dass du treffen kannst. So. Nein! Ah! Damn it, okay. Das heißt, wir müssen aber auch weiter vorrücken. So, Rosie. So. Ja, wir müssen nach vorne rücken. Es bringt nichts, wenn wir nur hier hinten bleiben. So weiß. Genau. Gut. Weiß ist schon mal hier vorne. So. Definitiv mit unserem Panzer müssen wir auch noch was machen. Weil diese komischen Typen da hinten, die gefallen mir mal gar nicht. Die da. Schuss. Wow! Nimm das direkt in die Brust geschossen, dem Typen. Und ich glaube, noch einmal einen Schuss gebe ich ab mit dem. So. Bisschen näher ran. Und ich würde sagen, jetzt stirbst du zuerst mal. Nein! Etwa klar. Immer der Schuss, der zählt, zählen muss, der zählt nie. Also, wie soll man das sagen? Der wichtigste Schuss, um alles sozusagen richtig zu machen, der kommt irgendwie nicht. So. Ich hoffe nur, dass unsere Sniper, die da an der Seite sind. Ah, Reinforcements. Gut. Aber ich habe doch eigentlich einen von denen weggeschossen. Können wir den Zug des Gegners überspringen, bitte? Ich möchte jetzt nicht sehen, wie die ganze Zeit auf meine Typen hier drauf schießt. Muss nicht sein. Wow. Okay.
Die Sniper müssen wir da oben definitiv wegmachen. Ich würde am liebsten mit dem Panzer da hinfahren und eine Mörserkugel hinschmeißen. Wäre schon schön. Oh oh. Oh oh. Okay, das ist nur ein Stummsalat. Okay, war klar auf meinen Panzer. Ui, daneben. Ich denke, das ist das Beste. Ich fahre mit meinem Panzer so weit vor, wie es geht. Muss ihm halt die... Okay. Wow. Gut, immerhin nur einer hat getroffen. Hör auf, mit dem Sniper da zu schießen. Ich will nicht, dass du meinen Sniper erledigst. Oh gut, Glück gehabt. Er wollte meinen Engineer schießen. Hör auf da, ich will mit dem Mörserschuss da reinschießen, damit alles weg ist. Oh oh. Okay. Ich denke, das wird eine gute Idee sein. Die Frage ist nur, dass ob der Mörserschuss auch so weit geht und ob mein Panzer so weit fahren kann. Das heißt, wichtigste Aktion jetzt zuerst mal, Panzer vor. Ja, ist ja kein Problem. Ich fahre jetzt einfach so weit vor. Okay, und Feuer. So, damit ist da einiges schon mal sauber. So, und jetzt brauche ich aber natürlich noch einen Zug mehr, weil wir sehen, dass da schon drei Lancer sind. Warte. So. Genau. Und wir können ja noch einmal schießen. Ich hoffe, dass ich den Typen jetzt erwische. Nein. Natürlich nicht, sondern nur die Deckung. Und den Typen daneben erwische. Ich hätte doch lieber den komischen Sturmtrupp da erledigen sollen. So, jetzt muss mein Engineer definitiv vor. Wo ist er? Da. Dallas muss definitiv vor. Weil sie muss ihn reparieren. Und danach definitiv auch noch irgendwie wieder zurück. So. Das heißt, wir haben jetzt essentiell... Essentiell können die jetzt sozusagen dreimal auf meinen schießen, weil der eine ja dann noch am Leben ist. So, die Frage ist, unsere gute Alicia. Wie... Hier hoch. An error in judgment could... Nee. So. Okay, zwei Kopfschüsse müssen sein. Okay, wie haben wir da? Typ steht so. Stick it out, soldiers. Gut. Den haben wir den Panzer. Auch sechs, ne? Man braucht auch ein paar Schuss da. Okay. Aber dadurch verlieren sie einen Punkt. Okay. Nein. Also muss der Alicia nochmal dran. Oh. Gut, dass sie in Deckung gegangen ist. Wie weit kannst du dich eigentlich noch bewegen? Komm mal bitte hier hoch. So. Damit ist das jetzt unser. Shit. 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 Ich habe nicht gedacht, dass sie so verwundet ist. Squad Roster ist voll. Ah, nein, ey. Jetzt muss es eine Rettungsmission geben. Aika, du kannst noch weit laufen. Ah, ich habe nicht auf die HP geachtet. Schnell, 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 schnell. So, den erledigen. Und dann jetzt Aika retten. So, damit ist der ja schon mal da weg. Wir müssen ja noch einen auf jeden Fall haben. End this turn. Bitte hab noch einen. Gut, wir haben sogar noch ein bisschen mehr. So. So.
Bunker, almost there. You, Medic, over here, quick! Genau. Das war wichtig. So. Können wir die Granate zu dem Typen da oben werfen? Da müssen wir noch uns ein bisschen bewegen. I see one. Oder? Können wir den erschießen so? Okay. Yes! Gut. So, Aika, du hast uns gerade das Leben gerettet, also nicht uns, sondern definitiv. Shit! Was ist das denn jetzt? Ah, jetzt klemmt die da hier so. Ne, die muss definitiv weg. Oder? Warte mal, wir haben noch einen Zug. Also den Zug versuche ich jetzt so weit wie möglich irgendwas dazu machen. Wir müssen hier definitiv nach oben. Mein Gott! Ja, super. Jetzt haben wir zwei Typen, die total bekloppt sind. Ach, ey. Okay, ich würde sagen, wir müssen Rosie definitiv retten, weil... Aika hat den großen Vorteil. Können wir hier... Nee, guck mal, wir können hier nicht mal in Deckung gehen. Na, von mir aus. Wow. Also, das war jetzt nicht das Beste. Aika ist mir nicht so wichtig in der Richtung. Zwar verlieren wir dann unseren Scout. Schlimm genug, aber... No. Das holen sie sich da oben. Aber ich sehe das jetzt nicht so schlimm an, weil wenn Rosie stirbt, verlieren wir einen unserer Punkte. Oh nein, der will uns flankieren, oder was? Ah. Gut. Immerhin ist er so weit nach vorne gerannt, dass wir den eigentlich erschießen hätten sollen. Können. Oh, super, der schießt auch genau da drauf, wo ich schieße. Oh, jetzt, genau, der dritte Lancer, da habe ich ja gesagt, es sind potenziell jetzt drei Schüsse, die auf uns gehen. Deshalb müssen wir links den Typen, der auch noch die, diese Medaille hat, definitiv ausschalten. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit auf uns schießen werden mit den Dingern. Doch! Echt jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Die schießen jetzt die ganze Zeit mit dem Ding auf den. Ja. Ja. Gut, dass der keine Munition mehr hat. Gut. Immerhin duckt sie sich. Schieß zurück! Schieß zurück! Yeah! Ah, 8 HP hat er noch. Schade. Aber der ist so gut wie tot. Yes! Perfekt. Den Zug hat er verschwendet. Definitiv mit unserem Ingenieur vorrücken zu unserem Panzer. Und der Panzer, der wird jetzt erstmal alle von den Lancern hier killen. Leave it to me. So, bitte, reparier. Und bitte sei voll repariert. Yes. Ew, boys. Boys. Stell dich doch nicht so an. So. Okay. Aber wir müssen auch noch einen für Aika haben. Weil die muss definitiv auch noch gerettet werden. So. Sieben Shots. Okay. Schuss. Wow. Gut. Ja. Jetzt schieße ich mit dem Mörser einmal da rein, damit ich auch den zweiten davon noch bekomme. So. So, Feuer. Der ist nicht tot. What the fuck sind die Typen, ey? Aber ich muss ihn killen. Nein, damit habe ich zu wenig Schaden gemacht. 47 zum Killen, okay. Bitte triff. Ja,
war mir klar. War mir wieder klar. Der Schuss, der wieder so wichtig und ja, alles entscheidend ist, sitzt natürlich nicht. Gut, ich könnte jetzt nochmal natürlich mit dem versuchen zu schießen. Lass ich aber mal sein. Weil wir haben ja immerhin noch die Eika hier, die ja ohne Schutz ist. Wie viel brauchst du? 3 in den Kopf. Nein. Schade. I see Galleons headed your way. Be careful. Careful, you're headed towards a machine gun. Das Problem hier ist, da hinten sind die Panzer. Statt stehen wir einfach mal hier. Ich habe keine andere Chance. Ich hoffe, die Panzer da hinten sehen uns nicht einfach. Let's do this thing. Na, Rosie. Ich sehe auch mal ein bisschen nach da ein. Du kannst bestimmt nicht so eine Granate so weit werfen, ne? Bitte. Hallo? 2 Schuss nur noch! Ah, ich glaube, die ist tot. Das läuft nicht optimal. Und ich habe vergessen, davor zu speichern. Fehler Nummer 1. Okay, Reinforcements. Die holen sich die ganze Zeit Reinforcements. Noch ein. Wir müssen definitiv mehr auf die Hauptmänner sich da konzentrieren. Das geht nicht. Außerdem haben wir nicht mehr so viel Zeit. 1, 2, 3 Panzer. Ja, war mir klar. Oh, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Immerhin Glück gehabt. Ey. Hey, was machst du da? Hat daneben? Hey, der hat sogar daneben geschossen. Hey. Glück gehabt. Komm, Rosie. Schieß auf ihn. Er bewegt sich doch da. Okay. Der hat getroffen. Und jetzt nochmal, ne? Er hat sich ganz kurz nur gezeigt, dass die beiden auf den drauf schießen konnten. Nur ganz kurz. Okay. Eika musste aus der Deckung raus. Wir haben nur eine Chance. Wir haben echt nur eine Chance. So. Nummer Uno wird jetzt erstmal sterben. Bitte. 3 Schuss, 7 feuer ich ab. Okay. Gut. Erledigt. Einer zu ist mal wieder weniger für die. So. Umdrehen. Ja. Wo ist mein Ingenieur? Da. Du reparierst wieder. Reparieren. Thank you. So. Deckung. Weiß. Du. I'll take care of it. Jetzt erstmal hier hin. Und erledigst diesen fetten Penner hier. So. Panzerabwehr geschwächt. So. Mein Gott. So. Guck dich hier um. So. Jetzt. Eika, wo bist du? Wo bist du, Eika? Eika. Da. Definitiv weg da. So. Wie viele Schüsse? 4. Einen in den Kopf. Perfekt. Nächster Tank. Bastard. Erschossen. Das heißt, tanktechnisch kann hier viel, nicht mehr viel sein. So. Damit wir von der einen Seite mindestens sicher sind, versuche ich mich hier zu verstecken. So. Unser Sturmtrupp, den wir haben, Rosie, wird sich jetzt langsam an diesen Sturmtrupp dran machen und dann da einfach mal so eine Granate reinschmeißen. Oder? Da versuchen wir das lieber mit dem Sniper. Mal. Der hat nichts. Da ist noch einer crouching, der hat was. Der hat auch nichts. Der hat hier nichts. Der hat hier nichts. Okay. Gut. So. Das ist der, um den ich mir am meisten Sorgen mache.
Weil, wenn wir den erledigen, kann nämlich unsere nächste Vorhut nachrücken. Bitte, triff. Nein, du bist so bekloppt manchmal. Weshalb? Weshalb machst du das manchmal? Okay, Rosie. This ain't even fair. Undercover fire. Okay. Shit. Ain't no stopping me. Okay. Stirb. Ja, perfekt. Und Rosie. Schön, dass du da stehst. Du gehst definitiv hier in Deckung. So, jetzt müssen wir aber trotzdem leider langsam unsere Scharfschützen nachrücken. Ich hoffe einfach nur, dass du gut genug bist. Nimm einfach mal den Schuss hier. Ich hoffe, du schaffst das. Wow! 4 HP! Echt jetzt? 4 HP hat er jetzt. Ach, ey. Hätte ich die Chance, würde ich mit Weiß direkt. Ich hoffe, das klappt. Und auf Wiedersehen. Gut. So, jetzt müssen wir definitiv mit unserem Panzer ganz weit nach vorne, weil da hinten sind auch Panzer. Und Lago müsste eigentlich nachrücken, aber der Typ, der bewegt sich immer so langsam. Also, bewegt sich nicht so langsam. Oh, shit, ein Sniper da hinten. Jetzt kommen langsam schon die Snipers hier nachgerückt. Das heißt, unsere müssen auch nachrücken. Leider ist das Problem, da oben ist, glaube ich, die Deckung weg. Ja, der nächste Sniper. Richtung Aika, Rosie. Okay, die Sniper gehen ins offene Feld. Das ist deren Problem. Unsere sind in Deckung. Da sollte jetzt eigentlich nichts passieren. Weil zumindest heißt das, solange sie in Deckung sind, müsste kein kritischer Kopftreffer erzielt werden. So, war glaube ich mal der Tipp. Oh nein. Glück gehabt, Glück gehabt. Aika muss nämlich nur ein, zwei Runden da so in der Basis bleiben, damit sie sich einmal komplett heilen kann. Jut, 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 jut. Wir sind dran. Wir sind dran, wir sind dran. Panzer, go! Hostile sighted. Ja, ich weiß, dass du den gesehen hast. I see Galleons headed your way. Be careful. So. Ne, da können wir auch nichts machen. Feuer einfach auf den. Ah, ne. Hat keinen Schaden gemacht. Können da nicht durch. So. Unsere Sniper müssen definitiv nachrücken. Aber in Cover-Modus. Das wird dauern. Oh oh. Also. Gut. Jetzt ist jetzt sozusagen alles nur diese Aufhol-Dinger. Das heißt, wir werden uns im Cover, soweit es geht, verstecken. Oh nein, Weiß. Ja, war mir klar. Die Schocktrooper haben doch zu wenig Laufkraft. Okay, aber du musst da weg. Du bist da Kanonenfutter für die Sniper. So. So, Rosie muss da auch weg. I'm on it. After me, kiddos. Ugh, this place is a dust trap. Mein Gott, was denn alles noch? Das und das und das und das. So. Weiß nicht, ob das hier am besten ist. Komm, versteck dich mal lieber hier hinterm Haus. Ich hoffe nicht, dass jemand dadurch das kleine Loch, deine Locke erwischt, dass du stirbst. So. Ne, Aika, wie sieht mit dir aus? Okay. Du bist ein Sniper, ne? Okay. Um.
Geh noch weiter nach vorne. Snipers schießen, glaube ich, nicht, ne? So, bitte. Perfekt. Sniper erledigt. Man sieht Min. Da ist unser Ingenieur, muss auch nach. Und wir verstecken uns hier hinter. Oh, hier überall Min. So, dass ich schon mal dahin guckt, falls da wer um die Ecke kommt. So, wir haben den, wir haben den, wir haben den. Unser Ingenieur muss definitiv nach. Der wird unseren... Oh. HP sind runter. Shit. Oh mein Gott, wie weit denn noch? Bitte, 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 bitte. Perfekt. Ah, okay. Nein, Crouch. Uff. Los, nicht stehen. Ah, super, die kann sich nochmal bewegen. Definitiv. Weil du bist eine von den Personen, die definitiv am Leben bleiben soll. Aber nicht hier. So, du bleibst in der Nähe des Panzers. Aber du musst da auch noch die Mine entschärfen, genau. Crouch. Okay. Ich glaube nicht, dass sich jemand hier so weit nach vorne traut. Aber unser Panzer kann sein, dass er ab und zu mal angeschossen wird. Unsere Sniper müssen vor. Oh mein Gott, wie viel Reinforcements will er noch holen? Wir müssen mit unserem Panzer irgendwie einen Weg finden, zu uns zu kommen. Will er da echt nur Sniper holen? Yo. Da sehen wir den Sniper nach vorne rennen. Frage ist nur, was will er denn da? Aika geht wieder nach vorne und killt ihn. So, unseren Panzer. Hey! No. So, und hier durch. So. Dass er hier überall hängen bleibt, das Ding. Schocktrooper hier. Warte. Ja, jetzt habe ich ein fettes Problem. Jetzt habe ich ein fettes Problem. Ich muss nochmal mit meinem Panzer. Ich muss mich so drehen, dass die Typen mich nicht immer seitlich erwischen können. Reißt, ich muss eh nach vorne. So. Also ich nehme mich so. Jetzt Map. Cool. Nein. Zwei. Was ist denn hiermit? 9 Schuss geht nicht. Gut. 3 zum Töten. Mit dir kann ich dich anschießen. Light Tank, Light Tank. Keine Ahnung, wie du zielst, aber egal. Gut, dass wir dir den Zielbonus gebracht haben. So. So. Damit haben wir den hier schon mal. Gut. Aika. So. Feuer. Und wieder zurück. Da ist nichts passiert. So. Einmal hier und so. So, jetzt muss unser Engineer ein bisschen dran und die Minen da entschärfen, damit wir sicher uns da bewegen können. Und ich glaube, soweit ich das weiß... Können wir uns dann nachher auch noch weiter bewegen? Oh, ein paar kritische Treffer wären jetzt schön. Perfekt. Damit haben wir den nächsten Schocktrooper da vorne ausgeschaltet. Und könnten eigentlich weiter nach vorne rücken. Bis zu dem Ding. Aber eigentlich nur mit Lago.
Der Lago? Wo bist du? Bist nämlich ganz hinten. Das heißt, wir müssen mit dir nach vorne. Wegen den Panzern. Heißt, du fängst... Wir geben dir mal zwei Bewegungsdinger. Ja, komm. Versuch aber, dich so weit wie es geht zu verstecken. Just watch this. Ja. I just ate. I can't see. Don't move around unnecessarily. Whoa. Medic. Medic. Wo war da eine Mine versteckt? You've got to stay strong. Keep fighting. Whoa. You gotta help. Gut. Immerhin. Versteck dich mal hier. Wie haben wir die Mine da übersehen? Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Wir holen uns da einfach einen nach vorne. Genau, dann können wir nämlich die Panzer da vorne ausschalten. Wenn die Panzer schon mal nicht mehr da sind, haben wir ja schon mal etwas. So, der Sniper soll wieder bis ganz nach vorne. Aika geht raus, killt den Typen, also... Den Sniper, genau. Killt den Sniper, unser Panzer versucht irgendwie die anderen Panzer zu killen, während wir sozusagen unseren zweiten, den wir da haben. Gut. Der schafft das irgendwie immer zu treffen. Gut, unser Ingenieur muss definitiv dahin rennen und den retten. So. Panzer? Genau, Panzer fahrt zuerst mal näher ran. Ich brauche mehr irgendwo. Irgendwas macht Störung hier. So. Feuer, bitte. Gut. Ist ja schon mal was. So. Unser Ingenieur wird gebraucht. Thank you. So. Jetzt ist die Frage. Es ist noch. Für mich sind die Sniper noch ein bisschen zu gefährlich. Versuchen wir mal mit unserem Wellkins den Panzer hier vorne komplett zu zerstören. Und jetzt nur noch ein Schuss eigentlich. Dann hätten wir zumindest einen, der schon mal weniger schießen kann. Das macht aber eh keinen Unterschied, da ein Panzer ja eh nur endlos Ammo hat. Aber wir haben einen Panzer schon mal weg. So, da unser Body Armor vorne am stärksten ist, versuchen wir dann natürlich... So in der Richtung zu stehen. Das Problem ist jetzt nur mit den Snipern. Genau. Versteckt euch alle hier hinter dieser Wand. Wand des Chaos. So, einer guckt mal in die Richtung. Und Rosie wird in die andere Richtung gucken. Let's do this thing. Die Frage ist nur, ob wir uns so hinstellen würden, ob das passt. So. Ich hoffe nur, dass niemand hier reinschießen wird mit irgendeiner Granate oder so. Das wäre sehr fatal. So, ein Panzer ist weg. Das heißt, mit unserem Panzer schalten wir deren Panzer aus, damit unser dann weiterkommen kann. Mein Gott, guckt euch mal diese ganzen Sniper an, die da so auf dem Feld herumschwirren. Ja, Requests. Kommt durch näher, Sniper, euch brauche ich eh. Ich glaube, wir haben auch nur wieder 20 Züge Zeit, das ist schon Zug 8. Wir müssen uns eindeutig da in den nächsten Graben verschanzen. Genau, wir müssen uns von einem Graben in den nächsten kämpfen. Immer weiter und weiter und weiter. Plus unser Panzer muss deren Panzer vernichten. Oh, was macht er denn da?
macht der Sniper denn da? Okay, von mir aus. Gut. Wer soll das sein? Rosie. Auf Wiedersehen. So. Nein! These Badlands. Yes, but the same. Hiding within the same. Okay. Da haben wir Glück gehabt, dass jetzt ein Sandsturm kommt. So, jetzt müssen wir alle langsam hier nach vorne rücken, besonders unsere beiden Sturmtruppen, weil jetzt ist die Sicht eingeschränkt. Das heißt, wenn die Person versucht, irgendwie ein bisschen näher zu kommen, wird sie mit allem vollgeblastet, was wir haben. Das heißt, die Gegner-AI hat, glaube ich, immer nur den gleichen Weg, wie sie sich bewegt. Für uns könnte das ein Vorteil sein. So. Ja, nimm die Granate auf deine Füße. Und Aika geht jetzt definitiv zurück. Und wen wir jetzt definitiv brauchen, ist noch unseren Anti-Panzer-Typen. Oh shit, die hat keine Munition mehr. Dallas! Ach so, ja! Ich weiß schon, welche Munition der fehlt. Ach ey, hör auf! Hör auf mit deiner komischen Allergie. So, und wo ist jetzt unser Panzer? Wie kann unser Panzer darüber? Ach so, er muss hier links und dann da außen rumfahren. Oh mein Gott. Okay. Bitte lass ihn noch mindestens hier rüberfahren können. Gut. Bitte triff. Gut. Könnten jetzt... Gut, unseren Theold bisschen bewegen. Oh, mal gucken. Oh, der kann sich nicht mehr bewegen. Die Tier, die Räder sind komplett kaputt. Das ist super. Das finde ich klasse. So. Komm, in unserem letzten Schuss hier. Bevor ich mich da hinten bewege und auf irgendeine verdammte Mine oder sowas treffe, lass ich das da lieber komplett. So, wenn die Tanks komplett weg sind, das ist das Einzige, wovor ich Angst haben muss, eigentlich nur die Sniper. Und vor denen habe ich eigentlich eher weniger Angst. Wenn wir mit unseren Schocktruppen vernünftig nach vorne gehen. Das einzige Problem, ich habe immer noch Angst, dass hier irgendwo Minen sind. Ja. Daneben. Gut, der kann sich ja nicht bewegen, das ist ja unser Vorteil. Der eine kann sich ein bisschen bewegen und zieht sich zurück irgendwo. Oder was der auch immer macht, dieses Wrum, Wrum, Wrum. Ah, okay, er hat auch versucht auf uns zu schießen. Hat es aber nicht geschafft. Okay, die ziehen sich. Oh, der Sniper. Okay, damit wäre alles, was du haben konntest, weg. So, jetzt ist der Sturm vorbei, oder was? Wenn der Sturm vorbei ist, definitiv mit unserem Panzer. Entering combat. Jo. Unserem Panzer zerstören wir deren Panzer. In unserem Panzer zerstören wir deren Panzer, was wir natürlich nicht schaffen. So. In unserem Panzer zerstören wir deren Panzer jetzt, bitte. Damit ist der schon mal erledigt. Gut. So, jetzt sehen wir auch die Basis. Jetzt haben wir aber die Angst. Warte mal, 10 Runden. Wir haben zu viele Sturmtruppen hier. Aber das ist hier ein Graben. Das heißt,
Wir sind einig mit unserer Sturmtruppe. I'll take point, guys. Wie sieht das denn da aus? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, genau. Ich war so behindert und bin mit dem Typen nach vorne gegangen, mit unserem Weiß. Really? What? 28 Schuss zum Killen? Oh, bitte werde ich nicht getroffen. What the fuck? Leave it all to me. Dann dreh dich direkt um und erschieß den Typen. So. Das war bekloppteste Zucht, den ich überhaupt jemals gemacht habe. Habe ich über irgendeine Chance, diesen Zug zu retten? Habe ich irgendeine Chance, irgendwas hier zu machen, was mich retten könnte? Ich könnte den Shock Trooper mit meinem Edelweiß killen. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Wie viele? 2. Viele Schuss? 12. Doch, hier, die Chance habe ich noch, den Sniper da hinten zu erledigen. So. Genau, ist mindestens ein Sniper mit kaputt. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Fragt mich nicht. Fragt mich echt nicht! Ich weiß, dass er tot ist. Ich weiß nur, dass ich da schnell auf jeden Fall nach vorne rücken muss. Ja. Komm, Panzer, schieß auf Weiß, ist tot. Schieß auf ihn. Wo? Ich fahr doch nicht so da dran! What the fuck willst du denn mit dem? Ja, komm, zeig mir deine Energiequelle. Mhm. Ich könnte die Mission beenden, wenn ich mit Weiß schaffen würde, komplett dahin und Occupy machen. Okay. Ne, die gehen in Deckung. Jaup. Schuss 1. Jetzt noch einen Schuss bitte. Dann sind wir tot. Gut, immerhin nicht getroffen. Und jetzt kommt der Shock Trooper von der Seite. Ach, da ist auch noch ein Sniper. Shit. Da hat sich auch noch einer versteckt. So ist das also. Komm. Oh. Gut, wir haben noch eine Chance. Bitte sag mir, dass ich nur eine Munition für den Mörser habe. Genau. Entering combat. Yes. Ich habe noch Schüsse für den Mörser. Ich schieße da rein. Nice work. Keep taking. So. Jetzt habe ich die Chance mit Weiß. Hey! Ich habe nur eine Chance. Ich muss mit ihm da reinrennen. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt. So. Weil wenn wir die Basis eingenommen haben, haben wir gewonnen. Das ist das einzig Gute hier. So. Occupy. So. Das war eine verdammte Mission. Ich hätte doch lieber alle nach vorne bringen sollen und die Sniper nach oben, aber das wusste ich ja nicht. Ja, Rang D. Mehr habe ich auch nicht verdient. Das war meiner Seite aus... Ich glaube noch schlechter als eine. So, die Wüstenruinen. Huh? What's this supposed to be anyway? What a weird place for something like this. There you all are. Hey there, Faldio. I didn't know you were out here too.
I'm an archaeology major, remember? I was ordered to observe the ruins' interior. The shape of it really is unusual. I feel like I've seen it before somewhere. Where could it have been? This building was supposedly erected millennia ago by the Valkyr themselves. So they actually existed then? Yes. The Valkyr make a sudden appearance in European history thousands of years ago. Records say they brought with them incredibly advanced technology and divine might. Then one day, their history just ends. The Valkyr just disappeared. I always thought they were just a myth. That's it. I remember now. Remember what, Welkin? What are you shouting about? The Dread Nautilus. This structure looks just like a Dread Nautilus. A Dread Nautilus? What's that? You don't know? They're marine cephalopods. They live inside pointy spiral shells. And these ruins look just like that shell. I wonder if there's some connection there. Welkin, you can be such a... What's up? Nothing. Forget it. Right. Let's take a look inside then. We may find some clue to why the Empire is out here. Alicia, I want you to come help Faldio and me look around inside. Largo, Rosie, and Isara, you stay here. Be on the lookout for movement in the area. All right, sir. Please be careful. So, wie angenommen ist da eine Ruine, die sozusagen von den Imperialen besetzt werden sollte, damit sie ja bestimmt irgendwas an Technologie. Und wir haben erfahren, dass die Valkyrer vor tausenden von Jahren in Europa gehaust haben und dann plötzlich die Geschichte geändert hat. Also man hat nichts mehr herausgefunden, was danach oder davor war. Und in der Richtung ist es jetzt interessant, was wir drin sehen werden. Und dass, der Kollege von uns, Faldio müsste der sein, natürlich Archäologie studiert hat. Also gucken wir uns, was jetzt im Tempel selber passiert. Mal gucken, ob das eine Cutscene sein wird oder auch nur... Ne, doch, ich habe mir doch vorgestellt, dass das was Bewegliches scheint. Tell me, Silvaria, do these walls offer an answer to our search? I pray, where sleeps the ancient power? What do you read, child? Valkov, the Holy Lance, scorcher of the vast earth, asleep eternal in the bosom of Rangrease, made pillar of its keeper's keep, kept thereby for eon without end. Then it's true. The sacred lance lies buried within Rangrease's walls. But your grace, how do you intend to control the lance once it is found? Worry not. A beast fit to bear that burden will soon be at our disposal. With this, our dream is made hard fact. Our crown shadow will extend to all of Europa. Chapter 7. The Battle at Boreas. So, ja, was wir gesehen haben, ist das, was wir auch vermutet haben, die sozusagen bei den Bösewichten war eine Valkyrie. Die ist jetzt sozusagen in so einem Untergrund gewesen und die haben die heilige Lanze gesucht, die Holy Lance. Und diese heilige Lanze ist sozusagen eine Kraft, die sozusagen wie so eine Massenzerstörungswaffe ist, aber sie muss man zuerst mal kontrollieren. Und da natürlich... den Herrscher Maximilian gefragt, haben wir überhaupt so etwas? Und er hat gesagt, ja, bald werden wir etwas haben, was wir uns sozusagen so in der Richtung wegwerfen können, was vielleicht in der Richtung, weiß ich nicht, ob das einer der Hauptcharaktere vielleicht ist. Ich denke, Isara wird vielleicht noch eine Rolle da spielen. Als diese schwarzhaarige Frau, ich weiß es nicht, vielleicht waren das die einzigen, die zum Beispiel gegen die Valkyrer kämpfen konnten. Ich weiß es nicht, wird sich dann herausstellen, das sind jetzt alles nur Vermutungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.